Sehe ich so okay aus? Wir sollten hier weg. Oh. Hear that? Ah! Fuck! Sie mich nicht an! Einatmen. Zwei. Drei. Vier. Und... Willst mich verarschen? Jamie, lauf!
Bleib bloß weg. Hallo, ich habe alles richtig gedrückt. Beweg dich, Kate. Steh auf. Ich kann nicht. Kann ich, gibt's nicht. Er kommt. Jetzt los, lauf. Ja, und damit ganz schnell hallo und herzlich willkommen zurück zu The Devil in Me. Oh Gott, ich bin gerade so angespannt. Och, leck mich. Ich kann noch so toll in der Mitte reindrücken. Es funktioniert nie. Nee, oder? Alles klar? Ich lebe noch. Ja, also wie ihr sehen könnt, es ist doch so gelaufen, wie ich gehofft hatte. Auch wenn die zu doof waren, es selber zu machen. Aber trotzdem hat der Schraubendreher war es, dafür gesorgt, dass sie überlebt hat. Kannst du mal nicht mit hier reinkommen? Ich wollte mich hier nur umsehen. Hallo, gehst du mal weg da? Mädel, ernsthaft jetzt, ich muss da durch. Geh weg. Und ich habe es zumindest aktuell noch nicht ganz geschafft. Ich werde es wahrscheinlich gleich noch schaffen. Noch nicht ganz geschafft, alle umzubringen. Ich sag ja, das wird die allererste Folge werden von The Dark Picture, wo ich wirklich ohne alle umbringe. Ohne diesen Stacheldraht könnten wir einfach rausklettern. Was ist denn das da? Komme ich da durch? Nee, kann ich nur gucken, ne? Welchen Stacheldraht? Ach so, habe ich gar nicht gesehen. Ja, einfach rausklettern wäre ja zu einfach, ne? Wie das Wort schon sagt. Okay, ich konnte gerade nicht durch das Loch gehen. Ah, Moment. Ne, hier ist abgeschlossen. Wieso durfte ich nicht durch das Loch? Oder darf ich jetzt durch das Loch, jetzt wo ich gesehen habe, dass da abgeschlossen ist? Mal gucken. Ne? Ich darf offenbar immer noch nicht da durch. Hallo? Ich muss aber hier durch, nehme ich mal an. Hallo, Leute. Das hat er ja schon mal nicht richtig angenommen. Ja, super. Dann halt nicht, ne? Bleiben wir halt hier drin und verrecken, ist auch alles kein Thema. Ich meine, dann hätte ich es zumindest geschafft. Ach, jetzt geh mir doch mal aus dem Weg, du Dumme. Echt, ey. Moment, was ist das? Waren wir hier eben schon? Das sieht so. Da sind auch nochmal Bilder. Oder eins zumindest. Ah, hier waren wir eben noch gar nicht. Geht nur hier durch. Ja, dann. Muss ich wohl doch nicht oben durchs Loch. Dafür laufen wir gerade im Labyrinth. So. Ich hoffe. Da geht es aber weiter, das ist schlecht. Ich würde nämlich gerne noch in der anderen Ecke gucken. So, das war jetzt nur das hier. Mensch, Alter, geht mir doch einmal aus dem Weg, wenn ich was angucken muss. Das Labyrinth war wohl mal ein schöner Garten. Früher. Sind wir jetzt hier im Zentrum, nehme ich mal an, ne? Die Frage ist, naja, sieht so aus, als ob man hier eventuell die Öffnung ändern kann. Die Frage ist auch, müssen wir
Die Tür ist so halb offen, die Tür ist ganz offen. Laut dem müssten wir nach oben. Aber da ist zu. Deswegen, so wirklich kann ich damit jetzt auch nichts anfangen. Müssten hochklettern, runterklettern, keine Ahnung. Und nach oben ist natürlich auch so die Sache. Ist das dann die Richtung dahin oder ist es dann die Richtung dahin? Schau mal eben, ob hier eine Sackgasse ist. Nein, eine Sackgasse. Das hätte ein Weg raus sein sollen. Okay. Nee, ich bin mir nicht sicher, ob das ein Weg raus sein sollte. Ich habe nochmal geguckt, ob hier eine Sackgasse ist. So, Moment, da ist auch eine Sackgasse. Dann laufen wir hier mal weiter. Und ich habe nicht unseren Kumpel vergessen. Noch lebt er. Noch. Das heißt nichts. Also wir müssten, glaube ich, links rum. Da hinten ist aber was am Blinken. Mein Herz. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich habe nur gedacht, dass die Dinger sich jetzt bewegen oder so. Aber ich wusste, da kommt jetzt irgendwas. Die sieht aus, als ob die aufgespießt worden ist. Hallo? Die hat echt so einen Blick drauf, als ob sie gerade aufgespießt worden ist. Okay, ich hoffe jetzt mal nicht, dass der jetzt hier im Labyrinth rumläuft. Da leuchtet nichts. Da war wohl mein Bild drin. Da ist es hell, aber wir gucken trotzdem mal. Da scheint es nicht weiter zu gehen. Das ist ekelhaft. Was ist ekelhaft? Was, wie, wo? Ich weiß nicht genau, was sie meint. Weil ich denke mal, das soll Regen sein, was hier so runter tropft. Da geht's weiter. Was schlecht ist, weil ich nämlich gerne gucken würde, ob da hinten noch, ob da hinten noch irgendwas drin ist. Und ich hoffe, das ist die Sackgasse, obwohl sie läuft jetzt hier rum, oder? Die andere? Ah ne, hier ist eine Sackgasse, okay. Aber da ist offenbar nichts, was man mitnehmen kann. Gut. Ja, wenn man denn nicht so nah vor der Wand steht, dann würde man vielleicht auch sehen, wo man hinläuft. So. Hier, denke ich mal, ist eine Sackgasse, ne? Ja. Ich glaube, ich darf gar nicht laufen, weil sonst weiß ich überhaupt nicht mehr. Ich stehe da irgendwie blöd vor der Wand und komme nicht vor und nicht zurück. Die guckt aber auch wie so eine Schaufensterpuppe irgendwie. Hier sind doch Kerzen. Wieso hat die eigentlich keiner angemacht, um ein bisschen zu leuchten hier? Da ist eine Sackgasse, kann man aber auch nichts nehmen. Was hast du mir für ein Buch geliehen? Durch das Labyrinth der Angst navigieren? Das könnte ich jetzt echt brauchen. Du weißt, es ging nicht um Labyrinthe. Ja, schon klar. Boah. Hey, es soll nicht so rüberkommen, als würde ich glauben, du hättest ein Problem. Nur, wenn es mir gerade beschissen geht, dann glaube ich manchmal, es geht irgendwie allen so. Ich weiß. War gut. Gelesen? Ja, ja, hab's ganz durchgelesen. Ist das dein Ernst? Ja, Handlung gab's zwar nicht so viel und kaum Charakterentwicklung, aber im Großen und Ganzen war's gut. Gut. Freut mich. Charlie hat auch eins bekommen, aber er hat's wahrscheinlich noch nicht mal aufgeschlagen. Ich weiß, er ist dein Sohn, aber ich habe dich deinetwegen geheiratet und nicht deines Sohnes wegen. Außerdem liegt es in der Verantwortung deiner Ex-Frau, ihn davon abzuhalten, etwas Dummes zu machen, nicht meiner. Oh, ich weiß nicht. Vielleicht bin ich wegen dieses Ausflugs jetzt schon depressiv. Ich hatte etwas anderes im Kopf, als du meintest. Du würdest mich auf eine geheime Insel entführen. Mir ist es egal, dass der Harrison Lee der berühmte Horrorautor ist. Du arbeitest nur für ihn. Du musst nicht auch noch mit ihm Urlaub machen. Können wir etwas Zeit nur zu zweit verbringen? Cecil. Lieber Kurt, ich dachte, es wäre einfacher, dir zu schreiben, weil ich mich zu sehr aufregen muss, wenn ich versuche, darüber zu sprechen. Ich bin am Ende. Du weißt, dass ich mich mit Thomas nicht verstehe. Ich begreife nicht, warum du ihn überall mitnehmen musst.
Du sagst ja selbst, dass er ein schrecklicher Albtraum ist. Und es macht mich fertig, ihn ständig in deiner Nähe zu haben. Okay. Und von da sind wir jetzt gekommen. Da geht's weiter. Blinkt hier was? Ich weiß nicht genau, ob man da jetzt weitergehen soll. Die Dinger drehen sich doch bestimmt noch gleich, ne, wenn ich nah genug ran bin. Oh Gott. Und hier kann man... Ist schon ein bisschen creepy, wenn sie einfach weitergeht, ohne dass ich irgendwas drücke. Aber das liegt in meinem Controller, muss ich dazu sagen. Was ist das denn? Gut. Bringt uns jetzt nicht so wirklich weiter. Weil wir keinen Hebel haben. Komm mit dem Labyrinth, finde den fehlenden Stromschalter. Okay. Könnte eine etwas längere Folge werden. Wenn ich irgendwelche Sachen suchen muss, um irgendwo zu entkommen, das könnte dauern. Ja. Hier waren sicher auch mal Bilder drin. Hier ist eine Sackgasse mit nichts drin. Ich krieg gleich ein Herz, Kasper, wenn ich mich umdrehe und diese komische Schaufensterpuppe angucken muss. Also meine Kollegin meine ich jetzt. Okay. Ernsthaft? Willst du mich verarschen? Back die ja einfach durch. Wie so eine Horrorgestalt. Ey, Alter. Da oben ist aber irgendwas am Blinken. Moment. Komme ich da hoch? Natürlich nicht. Ich muss aber irgendwie da hoch. Komme ich hier hoch? Ich kann auch nicht laufen. Doch, jetzt darf ich laufen. Mhm. Oh. Dreh dich doch mal. Da ist noch mal eine Verkabelung. Ah, hier geht's hoch. Gleich kommt irgendwas bestimmt um die Ecke gesprungen. Ich schwör's dir. Das wäre so dieser Moment für eine neue Herzattacke. Wobei ich sagen muss, dass ich natürlich die Spiele wesentlich besser finde, wo man eben nicht an jeder Ecke irgendeine Herzattacke bekommt. Einfach nur, weil es sinnlos ist. Man gruselt sich in der Regel mehr. Ja, weil man einfach wirklich Grusel aufgebaut bekommt. Und nicht irgendwelche dämlichen Jumpscares. So. Ich habe noch eine Münze gefunden. Das ist perfekt. Ist hier noch irgendwas? Ist nur das am Blinken, oder? Da hinten blinkt noch was. Ah, ein Schalter. Sehr gut. Frage, wo muss ich den einsetzen? Finde ich noch mehr und kann ich die wieder rausnehmen? Das sind eigentlich drei Fragen, aber hier wäre ein Ausgang, der uns vermutlich nicht allzu viel bringt. Ne? Das war mir klar. Vielleicht kriegen wir es zum Laufen. Ich nehme mal an, dass wir das dann wohl am Ende machen müssen. Okay. Aber hätte ja sein können, dass das... Keine Ahnung, was aktiviert. Kann ich hier runterspringen? Ah, ne, das sind die Treppen. Treppen kann ich vermutlich eher nicht runterspringen. So. Wo war das jetzt? Hier auf der anderen Seite, ne? Oder? War das hier rechts? Hier rechts ist eine Verkabelung. Ne, hier rechts war die Sackgasse, oder? Ne, doch, hier. Wieso mache ich das eigentlich? Und wieso macht das nicht die, die sich mit Elektronik auskennt? Oh Gott. Jetzt werden wir alle unter Strom gestellt. Okay, untersuche den Schaltkasten. Das wäre mir gar nicht aufgefallen und gar nicht in den Sinn gekommen. Na gut. Übrigens war...
Die muss irgendwie so ein Samara-Ding haben oder sowas. Die schleicht hier, also schleichen ja nicht, so mit Highspeed durch die Wände durch. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Jetzt hast du es geschafft, Mädel. Toll. Oh. Ich drück einfach mal überall drauf. Jetzt darf ich? Ja? Bringt das irgendwas oder ist das nur so aus Jux und Dollerei? Ist das hier das Gewehr? Nee, hier sind nur die Kartons. Okay, also irgendwas habe ich doch gerade... Irgendein Funkgerät oder sowas habe ich doch gerade gehört. Ich dachte, ich kann durch die Tür endlich entkommen. Ah, ihr Schweine. Ah, da kann ich jetzt runterspringen, okay. Oh Gott. Warum nicht immer tiefer, ne? Wenn draußen direkt neben dir die Freiheit ist. Das ist ähnlich wie bei Resident Evil. Da gehen wir auch immer tiefer und kriegen immer mehr Monster, obwohl wir direkt neben der Freiheit sind. Das Tor, wo wir durch müssen, oder die Tür, oder... Oh, hat die mich... Sag mal, wie ist die jetzt bitte hier reingekommen, wenn ich oben als Erster die Leiter runtergeklettert bin? Ich sag, das ist so eine komische Samara oder sowas. Echt? Von The Ring. Guten Morgen, Chicago. Wir beginnen unsere Sendung heute mit einer Eilmeldung. Die Polizei hat nun bestätigt, dass es sich bei der Leiche, die beim Brand in einer verlassenen Lagerhalle im Stadtteil Fulton River gefunden wurde, um den vermissten FBI-Agenten Hector Munday handelt. Munday wurde als der Killer-Agent identifiziert, dessen jüngste Mordserie die Einwohner von Chicago in Angst und Schrecken versetzt hat. Ein Sprecher der Polizeibehörde Chicago bestätigte, dass Munday 4 Morde begangen hat. Einen davon gestern Abend. Es handelt sich um den Polizisten Patrick Stanley, einen erfahrenen Beamten mit 22 Jahren Berufserfahrung. Das Feuer wurde heute Morgen gegen 5 Uhr unter Kontrolle gebracht. Die geborgene Leiche war durch Verbrennungen völlig entstellt. Doch die Polizei konnte Munday anhand zahnärztlicher Unterlagen identifizieren. Mhm. Das heißt ja nicht unbedingt, dass er tot ist. Ich meine, wir wissen ja, zahnärztliche, ne, Beweise kann man fälschen, wenn man weiß wie. Leiche voll unkenntlich verbrannt, das heißt normalerweise immer etwas Negatives. Oh, ich habe noch mal eine Münze gefunden. Also wenn wir nicht alle Münzen gefunden haben, dann weiß ich auch nicht weiter, ne? Beziehungsweise gefunden haben, wenn wir hier durch sind, jetzt noch nicht. Ich weiß auch nicht, wie viel man haben kann, vielleicht 100 oder so insgesamt, keine Ahnung. Leuchtet irgendwie alles. Dahinter leuchtet es auch, aber wahrscheinlich nur als Reflexion. Wolltest du mir ein Bier ausgeben oder warum stehst du eigentlich hier hinter der Theke? Ich glaube, auf den ganzen Schock kann ich echt mal ein Bier vertragen. Oder lieber einen Schnaps oder sowas. Lieber irgendwas Härteres. Da kann ich durch, ne? Ja, komm. Los, weiter. Ich habe den Weinkeller gefunden. Wenn das jetzt vergifteter Wein ist, bin ich im Arsch. Okay. Kommt die jetzt mit? Kann ich hier hoch? Ja. Wetten, dass die jetzt oben auf uns wartet? Ich schaue mich mal eben um. Die ist hinter uns. Die ist eindeutig hinter uns. Sie sieht immer noch aus wie eine Schaufensterpuppe, aber sie ist hinter uns. Jetzt gehen wir hoch. Das will ich jetzt wissen. Ich werde mich beim Macher des Spiels beschweren, wenn die jetzt vor mir da oben ist. Auf jeden Fall läuft sie direkt schon. Also irgendwie ist sie viel schneller auf jeden Fall hier oben. Wir müssen da hinten rum. Entsprechend werden wir natürlich hier vorne erstmal kurz gucken, ob hier noch irgendwo was liegt. Jetzt alles dunkel, sobald ich näher komme. Warum auch nicht?
Warum sollte es auch heller werden, wenn ich näher komme? Oh, hier kann man rein. Moment. Wahrscheinlich abgeschlossen, ne? Von innen abgeschlossen. Ah. Eine blutige Sonnenuhr. Okay. Bringt uns nicht wirklich weiter. Aber schön, dass wir die auch gesehen haben. Ich denke mal, da müssen wir... Oh, Moment. Kurt Hall, Publizist. Kann man hier irgendwas machen? Nö. Na gut, das sollten wir wahrscheinlich hier finden. Aber das bringt uns natürlich nicht weiter. Schön, dass man das hier alles so... Hier ist nochmal ein Türchen. Da müssen... Ach so. Da müssen wir nicht hin. Scheiße. Geht's nur mir so oder sieht das noch nach voll aus? Was sind das für Dinger? Das ist ein beleuchteter Schminkspiegel, oder? Wow, ich hab's geahnt. Lauf! Ich hab's geahnt. Beweg dich! Immer wegrennen, immer wegrennen. Beeilung! Vielleicht in dem Fall doch wieder nicht. Tun Sie das nicht!